ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Klaus-Erich Bötzkes. Einen schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Willkommen zur Tagesschau. Nach der gestrigen Festnahme des mutmaßlichen Waffenlieferanten für den Münchner Amokschützen haben die Ermittler heute Details bekannt gegeben. Demnach sind sie dem 31-Jährigen durch seine Geschäfte im Darknet, also dem verborgenen Teil des Internets, auf die Spur gekommen. Dort hatte der Mann auch anderen Personen Waffen und Munition verkauft, unter anderem einem 17-jährigen Schüler aus Nordhessen. Hier am Busbahnhof im mittelhessischen Marburg nimmt eine Spezialeinheit des Zollkriminalamtes Köln den mutmaßlichen Waffenhändler fest. Im Zuge dieser Kommunikation zwischen den Beamten des Zollfahndungsamtes und dem mutmaßlichen Verkäufer hat der mutmaßliche Waffenhändler sich dann dahingehend eingelassen, er habe die anlässlich des Amokslaufs in München am 22. Juli diesen Jahres verwendete Pistole und die Munition an den Amokläufer von München geliefert. David S., der Amokläufer aus München, der 9 Menschen und sich selbst erschossen hatte, war 2-mal mit einem Bus nach Marburg gereist, um Waffen und Munition bei dem mutmaßlichen Waffenhändler zu erwerben. Bei Recherchen der Sicherheitsbehörden im sogenannten Darknet waren sie auf Waffengeschäfte eines 62-Jährigen aus Nordrhein-Westfalen und eines 17-jährigen Schülers aus Nordhessen gestoßen. Bei Hausdurchsuchungen wurde dieses umfangreiche Waffenarsenal sichergestellt. Über diese beiden Personen suchten die Behörden dann Kontakt zu dem mutmaßlichen Waffenhändler. Im Rahmen der sich dann anschließenden Kommunikation zwischen Beamten des Zollfahndungsamtes und unserem mutmaßlichen Waffenhändler wurde ein sogenanntes Scheingeschäft vereinbart. Bei diesem Scheingeschäft wurde der schwer bewaffnete Tatverdächtige festgenommen. Heute wurde er dem Haftrichter in Marburg vorgeführt. Die Gewalttaten von München, Würzburg, Ansbach haben einen alten Streit neu angefacht, nämlich die Frage, soll die Bundeswehr etwa bei Terroranschlägen zur Unterstützung der Polizei im Inneren eingesetzt werden oder nicht? Die Koalition in Berlin ist gespalten, die Union ist dafür, aus der SPD dagegen gibt es Widerstand. In anderen Ländern sind Soldaten zur Terrorabwehr im Inland schon seit längerem im Einsatz, zum Beispiel in Belgien. Patrouillieren in der Stadt. Das gehört zu den Aufgaben der belgischen Armee seit etwa 1,5 Jahren. Seitdem gilt hier die erhöhte Terrorwarnstufe. Hier hat die Regierung entschieden, dass auch belgische Truppe eingesetzt werden kann zur inneren Sicherheit, also zur Unterstützung von der Polizei. Die Aufgabenteilung ist klar. Die Polizei entscheidet, wie viele Soldaten wo eingesetzt werden, zur Überwachung. Aktiv eingreifen dürfen sie nicht, es sei denn, Menschenleben sind in Gefahr. Diese Soldaten sind regelmäßig in der Stadt unterwegs. Sie möchten unerkannt bleiben. Wir geben Acht auf verdächtige Ereignisse und Personen. Wir schauen, ob etwas nicht normal ist. Wenn etwas passiert, was wir verdächtig finden, dann gehen wir dem nach und schauen uns das genauer an. Ob das allein wirklich hilft? Die Belgier, aber auch Touristen sind da geteilter Ansicht. Ich finde es sehr beruhigend. Letztendlich weiß man, da ist jemand, auf den man sich im Notfall verlassen kann. Also die können nichts verhindern und das kostet nur Geld und macht nur eine schlechte Atmosphäre. Nach den Anschlägen vom März sind jetzt allerdings noch mehr Soldaten im Einsatz. Allein ihre Anwesenheit soll mögliche Attentäter abschrecken. Gestern zitierte das ARD-Hauptstadtstudio aus einem brisanten, vertraulichen Papier. Daraus geht hervor, dass die Türkei sich aus Sicht der Bundesregierung zu einer, Zitat, zentralen Aktionsplattform für islamistische Gruppierungen entwickelt habe. Nun hat das türkische Außenministerium reagiert und von einer verdrehten Denkweise gesprochen, mit der auf Präsident Erdogan gezielt werde. Es werde versucht, das Land mürbe zu machen. Regierungsnahe türkische Zeitungen werfen der ARD eine Verdrehung der Tatsachen und Verleumdung vor. Autos an die Steckdose, das ist derzeit eher ein Wunschbild, obwohl es sogar Geld geschenkt gibt, wenn man ein Elektroauto kauft, nehmen bislang nur wenige diese Förderung in Anspruch. Die Pläne der Bundesregierung aber sind ehrgeizig. Bis 2020 sollen 1 Million Elektrofahrzeuge im Einsatz sein. Doch danach sieht es nicht aus. Mit viel Tamtam präsentierte Porsche auf der vergangenen IAA sein Elektroauto. Produktionsstart 2020.
Bereits auf dem Markt diverse Modelle verschiedener Hersteller. Damit möglichst viele Kunden schon jetzt umsteigen auf Elektroautos, gibt es seit 6 Wochen eine Kaufprämie. 1,2 Milliarden Euro stehen bereit. 4.000 Euro Prämie gibt es beim Kauf eines Autos, das ausschließlich elektrisch fährt. Anfang August zählte die zuständige Behörde nicht mal 1.800 Anträge für die Prämie. Das heißt, erst 0,6% der Gesamtsumme wurde bislang angefordert. So gut wie keine Nachfrage. Das sind auch die Erfahrungen in diesem Autohaus in Stuttgart. Wir haben hier also wirklich tagtäglich Kunden, die sich für eine Probefahrt interessieren. Sowohl für unsere Hybrid- als auch für die rein elektrischen Fahrzeuge. Leider Gottes noch nicht ganz so stark, merken wir das in den Auftragseingängen. Zu teuer, das ist nur einer von mehreren Einwänden gegen das Elektroauto. Da hilft auch die Prämie wenig. Die Elektroprämie ist im Moment eher ein Flop. Sie hat nicht die Wirkung gezeigt, die man erwartet hat. Das hängt damit zusammen, dass die Reichweiten der Fahrzeuge noch zu gering sind, dass die Infrastruktur fehlt. Die Elektromobilität. In Deutschland steckt sie noch in den Kinderschuhen, trotz Kaufprämie. Wenn ein Investor von außerhalb der Europäischen Union ein deutsches Unternehmen aufkaufen will, dann darf das Bundeswirtschaftsministerium prüfen, ob dadurch die Sicherheit oder die öffentliche Ordnung gefährdet werden. Im Fall der Übernahme des Roboterbauers KUKA durch den chinesischen Elektrogerätehersteller MyDia besteht eine solche Gefahr nach Angaben des Ministeriums nicht. Man habe geprüft und man werde keine weiteren Schritte einleiten. Der Vizepräsident der US-Notenbank sagt, es könne im September durchaus zu einer weiteren Zinsanhebung in den USA kommen. Bislang gingen alle davon aus, dass genau das nicht passiert. Sissi Heidmanek, wie ernst nimmt man diese Vorwarnung an der Börse? Ja, man nimmt es schon ernst, denn bisher ist die Überzeugung ja groß gewesen, dass es keine weitere Anhebung in diesem Jahr mehr geben soll. Abgeschätzt wird die eine wie die andere Variante ja immer an der US-Wirtschaft. Ein stabiles Wachstum, ein starker Arbeitsmarkt und eine Inflation, die in der Nähe des angestrebten Niveaus von 2% liegt. Das sind die Voraussetzungen für weitere Zinsschritte. Ja, und die sehen eben einige US-Notenbanker langsam wieder als erfüllt an. Lediglich die Inflation ist mit etwa 1,5% noch nicht ganz da, wo sie die Fed gerne hätte. Aber in den USA geht es voran und daher ist heute Abend alles denkbar in dem Protokoll der US-Notenbank, die Ankündigung eines Zinsschrittes oder eben auch eine weitere Vertagung. Im Vorfeld dessen ist der DAX im Minus mit 0,7% bei 10.600 Punkten aktuell. Sissi Heidmanek von der Frankfurter Börse, vielen Dank. Virtual Reality ist die Zukunft, zumindest wenn es nach den Herstellern von Computerspielen geht. Mithilfe von Brillen wie dieser können Spieler selbst in die programmierten Fantasiewelten abtauchen. Interesse an der neuen Technologie ist da, vielen aber war sie bislang zu teuer. Die passenden Spiele zu unausgereift, die Neuentwicklungen der Branche stehen von morgen an für das Publikum in Köln zum Test bereit auf der weltgrößten Computerspielmesse Gamescom. Brille aufs Gesicht und eintauchen in das Spielgeschehen, sehen und auch fühlen, was passiert. Virtual Reality ist der Trend auf der Gamescom. Und diese Brille eine Neuheit, die für Furore sorgen könnte. Die PlayStation VR. Auf der Messe kann sie ausprobiert werden. Und selbst die Fachbesucher stehen dafür Schlange. Sie spielen, testen und urteilen. Man ist halt ziemlich tief im Spiel drin und macht doch ziemlich Spaß, weil halt der Körper auch mitbenutzt wird, um das Spiel zu steuern und an sich finde ich das eine ziemlich gute Sache. Also ich habe auch einmal, als ich von oben heruntergeschaut habe, Schwindelgefühle empfunden. Einfach ganz kurz, man schaut runter und man sieht die Tiefe unter sich und denkt sich, oh Gott, da musst du jetzt hin. Ein Erlebnis soll Virtual Reality sein. Übel werden soll es den Spielern aber nicht. Deshalb waren die Spieleentwickler gefordert. Es galt, Verzögerungen zwischen den Kopfbewegungen der Spieler und Bewegungen auf dem Bildschirm zu verringern. Die ganze Branche ist überzeugt davon, dass das Richtung Weihnachten ein ganz großer Trend wird. Millionen Deutsche, insgesamt 13 Millionen Deutsche beispielsweise, überlegen sich, Virtual Reality Geräte zu kaufen. Den Erlebniswert erhöhen durch Virtual Reality. Auch andere Branchen wollen von der neuen Technik profitieren. Zum Beispiel Touristik- oder Logistikunternehmen schauen sich auf der Gamescom bereits um.
Die Zahl der Todesopfer beim Hochwasser im US-Bundesstaat Louisiana ist gestiegen. Mindestens 11 Menschen sind bisher ums Leben gekommen. Zehntausende von Häusern seien durch die Fluten beschädigt worden, teilten die Behörden mit. Mehr als 30.000 Menschen mussten seit Freitag in Sicherheit gebracht werden. Heftige und lang andauernde Regenfälle hatten zu den Überschwemmungen geführt. Noch gibt es keine Entwarnung. Neue Niederschläge wurden vorhergesagt. In Kalifornien ist ein Waldbrand östlich von Los Angeles außer Kontrolle geraten und breitet sich rasend schnell aus. Mehr als 80.000 Menschen mussten vor den Flammen fliehen. In der Gefahrenzone befinden sich fast 35.000 Häuser. Für die Region um San Bernardino wurde der Notstand ausgerufen. Auch in anderen Teilen Kaliforniens wüten weiterhin große Brände. In dem US-Bundesstaat fällt seit Jahren ungewöhnlich wenig Regen. Und wir kommen zum Wetter in Deutschland. Heute scheint fast überall die Sonne. Morgen sieht das ein bisschen anders aus. Hier ist unsere Vorhersage. Heute ist es überwiegend sonnig und trocken. Im südlichen Baden-Württemberg und in Alpennähe Sonne und Wolken. Örtlich entwickeln sich dort Schauer oder Gewitter. Auch im Osten ist es ab und zu wolkig, es bleibt aber trocken. In der Nacht oft klar, im südlichen Bayern und Baden-Württemberg einzelne Schauer und Gewitter. Im Nordosten breiten sich Wolken aus, die vor allem in Vorpommern Regen bringen. Heute 19 Grad am Erzgebirge bis 29 Grad am Oberrhein. In der Nacht Abkühlung auf 16 bis 8 Grad, im Mittelgebirgsraum bis 5 Grad. Das waren die Tagesschau um 12. Wir bringen Sie um 14 Uhr wieder auf den neuesten Stand. Bis dahin.